Guck mal, Putrus, die allermeisten Leute wünschen sich doch vor 3 Jahren mit Amazon FBA angefangen zu haben. Eigentlich jeder Mensch, den ich kenne, der bei uns auf dem Event kommt, der bei uns in einem Webinar ist, der sich bei uns bewirbt und sagt, ey, ich will mit euch zusammenarbeiten, immer ist es die gleiche Geschichte. Ich habe 2021 oder 2020 das erste Mal was davon gehört. Während die ganze Welt abgeschlossen war, dachte ich mir, der Onlinehandel ist alles. Ich habe irgendwie nicht gehandelt. Im besten Fall hätte ich jetzt eigentlich schon vor 3 Jahren angefangen, aber habe ich nicht. Und die Zeit ist vergangen. Die beste Gelegenheit war immer gestern, die nächstbeste ist aber heute. Und jetzt besonders wichtig, weil ich sage, in Deutschland hast du noch circa 18 Monate Zeit, um dir was Geiles aufzubauen, wo es noch leicht ist. Danach wird es schwierig, weil du siehst ja den Zerfall von Deutschland. Also, das kann man ja nicht mehr verneinen, dass man sieht, dass die Infrastruktur schlechter wird, dass die berufliche Bedingung schlechter wird. Übrigens, Butus, du wirst das Video gleich alleine weiterführen, weil ich gehe gleich zur Massage. Ich habe in 2 Minuten Termin. Ja. Aber weißt du, was ich meine? Also jetzt gerade ist es noch leicht. Die Gehälter sind noch gut. Jeder Mensch in Deutschland kann ja nicht gerade Geld ansparen noch. Nicht alle, aber die allermeisten noch. Richtig. Vor 10 Jahren hätte man gesagt, noch alle. Und es ist einfach so, du musst immer mehr Geld verdienen. Wir sind immer noch eins der Länder mit dem höchsten Durchschnittseinkommen in der Welt. Aber die Leute müssen langsam anfangen zu handeln. Das ist meine ganz klare Meinung. Weil ich glaube, niemand sieht die tickende Zeitbombe und in 1,5 Jahren werden sich alle beschweren. 100%, 100%. Die Frage lautet, warum eigentlich viele nicht schaffen, Startkapital zu sparen, was ich Ja, eigentlich gar nicht verstehe, ich auch nicht. um ein Business zu starten. Denn klar, Amazon FBA oder egal welches Geschäftsmodell benötigt halt, dass du Startkapital hast. Und erstens ist das der Andrang, sich zu vergleichen mit den anderen. Das heißt, er hat sich das gekauft, dann muss ich das auch kaufen. Und hier eine Bitte an euch. Immer wenn du etwas kaufen willst, stell dir die Frage, brauche ich das in 1, 2 Jahren? Falls nicht, kauf es einfach nicht. Die zweite Sache ist, immer wenn du im Supermarkt bist, frag dich, brauche ich das oder möchte ich das kaufen? Egal was das ist, das ist wirklich, weil, ja, es ist im Endeffekt, jeder sagt, ja, ich muss, ich kann, bla. Und okay, dann nimm mal bitte, wenn du was aus diesem Video rausnimmst, dann bitte nur diesen einen Tipp. Frag dich, brauche ich das? Weil wenn du es brauchst, dann bist du ja süchtig. Das heißt, du Kannst du dich kannst da ausschließen? ohne dieses Ding hier raus. Jo. Ich kann hier nicht stoppen. Es stoppt mich Warte. hier den ganzen Verkehr Alles weiter. gut. So, ich stopp dich Das hier. Ding, meine letzten Worte sind, das Ja. stimmt. Das stimmt so sehr. Und ich verstehe auch echt nicht, wie man in Deutschland kein Startkapital ansparen kann. Also, wenn man wirklich ein Ziel hat, dann muss man das eigentlich schaffen. Ja. Die Frage ist halt auch, selbst Leute mit Startkapital checken nicht. Also, wie bei der Gesundheit, weißt du? Die Leute kümmern sich um ihre Gesundheit, wenn sie krank sind. Ja. Warum kümmerst du dich nicht um deine Gesundheit, solange du gesund bist, damit du nicht krank wirst? Genauso Ja. mit den Finanzen. Warum kümmerst du dich um deine Finanzen, wenn du broke bist? Nutz doch die Möglichkeit, dass du Geld hast, um noch mehr Geld zu machen. Das ist das, was ich nicht verstehe. Und Freunde, ich verabschiede mich damit, weil ich gehe zur Massage. Alles Petrus, du alles machst das Video Gute. weiter. Also, bis später. Erzähl uns dann Oh, später, wie bevor ich es dir den war. Kopf nehme. So, okay. Also, machen wir weiter. Wir haben ja gesagt, du bist im Supermarkt und jetzt stellst du dir die Frage, brauche ich das? Stopp's mir das Mikrofon. Also, brauche ich das oder möchte ich das haben? Weil, wenn du es brauchst, dann heißt das, du bist süchtig, du brauchst es wirklich. Du möchtest das kaufen, dann kannst du ja dir die Frage, okay, ich möchte es kaufen, ich kann mir das erlauben, das zu kaufen. Die Frage ist, wenn ich das jetzt kaufe, opfere ich vielleicht, dass ich die nächsten 30, 40 Jahre weiterhin genauso arbeite wie heute, weil ich nicht bereit bin, ein bisschen Startkapital zu sammeln, um ein neues Business zu starten. So, die zweite Sache ist, es kommen viele Leute, die schaffen, ein bisschen Startkapital zu sammeln. Und so wie Kilian sagte, okay, die treffen nicht die beste Entscheidung. Was machen die? Die gehen zu einem Finanzberater oder irgendwas und sagen, ey, ich habe jetzt 10.000, 20.000 Euro angesammelt. Wie kann ich die am besten investieren? Und ich kann euch eine Sache sagen. Da könnt ihr viele Bücher dazu lesen zum Thema Geld. Und hier ist der Tipp, die Gebühren fressen meistens alle deine Investitionen. Du musst einfach auch schauen, wo investiere ich. Und liebe Leute, 10.000 Euro sind nicht genug, um eine Zukunft zu sichern. Ja, du hast halt die Möglichkeit, dadurch ein Business aufzubauen. Aber wenn du die zum Beispiel sagst, okay, ich lege die jetzt in Aktien, okay, das ist schön, aber das wird nicht dafür sorgen, dass du die finanzielle Freiheit hast.
So, und deswegen sollte man überlegen, okay, welches Geschäftsmodell kann ich eigentlich starten, wenn ich überhaupt ein bisschen Geld angesammelt habe. So, und hier stellen sich viele Fragen. Okay, das Geschäftsmodell muss am besten nicht so viel Personal benötigen, dass ich das auch als One-Man-Show mache. Zweite Sache, das muss skalierbar sein, dass ich, ohne dass ich die ganze Zeit irgendwie am Geschäft beteiligt bin, nicht so wie ein Laden, nicht wie ein Restaurant, wo du dann irgendwann ganz viel Personal brauchst und es nicht skalieren kannst und vor allem nicht lokal. Ja? Das heißt, du willst einfach Menschen auf der ganzen Welt erreichen am besten. So, und das sind Sachen, wo du einfach dann sagst, okay, welches Geschäftsmodell passt hier? Wo habe ich auch die Möglichkeit, die komplette Verwaltung abzugeben? Und das vereint alles Amazon FBA. Warum ist das so? Das heißt, zum Beispiel, du kannst ja ein Geschäft aufbauen mit Amazon. Du kaufst deine Produkte ein, lässt den Hersteller die Ware zum Amazon-Lager schicken. Und du machst eigentlich nur, sorgst dafür, dass du gute Produkte hast, dass genug Ware da ist und du sorgst für dein Marketing. Der Verkauf an sich, das macht ja Amazon. Den Rechnungsversand macht ja Amazon. Die Zahlungsabwicklung macht ja Amazon. Wenn der Kunde nicht zufrieden ist, schickt er die Ware an Amazon. Und du hast nicht dann, okay, nur eine Stadt, die du einfach mal deckst. Du hast ja ganz Deutschland, wenn Österreich, du hast die ganze EU und du kannst einfach sogar international skalieren. Und deswegen funktioniert halt dieses Geschäftsmodell gut. Funktioniert das ohne Arbeit? Nein. Ist das passives Einkommen? Natürlich nein. Steckt Arbeit dahinter? Ja, aber sogar mehr lernen als Arbeit, denn wenn du es verstanden hast, wie alles funktioniert, also ich kenne das zum Beispiel, wir hatten ja gestern noch den zweiten Tag vom Event und da waren einige Teilnehmer und da war ein LKW-Fahrer und die Leute haben ihn gefragt, okay, wie machst du den Versandplan? Wie lange hast du gebraucht bis zum ersten Versandplan? Der sagte, für den ersten Versandplan hat der fast 6 Stunden gebraucht. So. Er musste ja lernen, er kann nicht mit dem Rechner gut umgehen. Der musste die ganzen Videos anschauen und der hat halt viele Ablenkungen. Und er hat das halt in seiner Pause immer gemacht. So. Auf der anderen Seite haben die dann gefragt, okay, wie lange brauchst du heute? 3 Minuten. So, und das ist das, was man checken muss. Das ist ähnlich wie IKEA, ja. Der erste Schrank, bis du den aufbaust, da geht, da verlierst du wirklich deine Geduld. Der zweite Schrank, da brauchst du keine Anleitung. Und so ist das halt mit Amazon FBA. Du musst lernen, wie das funktioniert, dann kannst du es einfach skalieren. Wichtig, dass du dich am Anfang auf ein Produkt fokussierst, die Bestätigung bekommst, dass das für dich funktioniert, dass du einfach mehr Gas geben kannst. Und am besten funktioniert das, wenn du mit europäischen Artikeln startest. Jetzt fragst du dich, okay, ich blicke hier nicht mehr durch, wie kann ich überhaupt das Ganze angehen? Wie kann ich erfahren, welche Produkte hier funktionieren? Du hast in der Videobeschreibung einen Link, da kannst du die beste Software im Bereich Produktrecherche testen, Amazon Seller System, und du kannst das 7 Tage gratis testen. Ja? Das heißt, du kannst reingehen, da gibt es Videoanleitungen, wie du Produkte findest, wie du herausfindest, ob diese Produkte Geld bringen. Und glaub mir, über 85% unserer Teilnehmer, die Geld heute damit verdienen, hatten gar keine Ahnung von E-Commerce. Das heißt, es ist keine Schande, etwas Neues zu lernen, weil wer weiß, wie die Wirtschaft endet. Du kannst dich aufregen über die Politik, wie du willst, aber solche Sachen können wir nicht ändern. Ja? Wir müssen einfach nur uns fokussieren auf diese Umgebung, die wir verändern können. Wir können nicht die Umwelt verändern, wir können nicht das Wetter, wir können nicht die Politik. Wir können wirklich nur unsere Antwort, ja, auf diese Sache halt ändern. Und unsere Verantwortung, quasi unsere Antwort zu ändern, bedeutet aber auch, wenn du dieses Wortspiel nimmst, Antwort ändern bedeutet auch eine Verantwortung zu übernehmen. Ja? Das heißt, du nimmst dein Leben selbst in die Verantwortung und du sagst, okay, ich kreiere das Beste aus meinem Leben und ich warte nicht bis zur Rente, bis irgendwie einer dann sagt, ja, du kriegst deine Rente oder nicht. Und es ist immer noch gut, in dieser Zeit zu starten, weil du ein bisschen Geld hast. Wer weiß, wie das dann in 18, 19 Monaten aussieht. Und das Coole dabei ist, wenn du zum Beispiel E-Commerce kannst, egal welche Wirtschaftskrise es gibt, die Leute sind Konsumenten. Das heißt, es ist Grundbedürfnis, dass die Leute kaufen. Die können es nicht anders. So, das haben wir immer erlebt, durch Corona. Einzige, die Geld gemacht haben, sind Händler. So, und du kannst einfach einen Teil vom Kuchen haben, wenn du einfach dieses Spiel verstanden hast. Und deswegen sage ich dir, fang einfach an, teste diese Software. Ansonsten, falls du einen Kollegen kennst, der dieses Video unbedingt sehen sollte, schick ihm das Ganze.
Mein Name ist übrigens Butrus und Onlinehandel mache ich seit 2004. Und heute zeigen wir auch ganz viele Händler, wie sie damit Geld verdienen. Ja, ich wünsche dir alles Gute, danke für deine wertvolle Zeit und bis zum nächsten Video.